So, die Bechamelsoße ist jetzt auch schon drauf. Wir machen jetzt noch eine Schicht hier Bolognese. Dann habt ihr das auch nochmal gesehen. So, ein bisschen verteilen. Und der Vorteil ist, wir müssen jetzt eigentlich nur darauf achten, dass die Nudelplatten durchbacken im Backofen. Die restliche Bolognese-Soße, die können wir ein andermal für, weiß ich nicht, Nudeln mit Bolognese essen oder auch Käsesoße können wir dann auch ein andermal essen. Nudeln mit Käsesoße. Wir nehmen uns jetzt einfach hier was von der Käsesoße raus und machen hier als Käseschicht oben auf die Lasagne. Ich muss das waschen, deswegen zeige ich euch das jetzt nicht, wie vieles andere. Aber stellt euch einfach vor, das wird gewaschen, dann gehe ich damit in die Schüssel und oben die Schicht. Dann kommt das Ganze bei 200 Grad in den Backofen.